Hallo ihr Lieben, heute stellen wir euch wieder ein ganz besonderes Buch vor. Es geht diesmal um eine Biografie. Die Autorin Katharina Lindner beschreibt in ihrem Buch Zeugnis einer Liebe, nämlich die Biografie des berühmten Schriftstellers Oscar Wilde, die sie dazu in die heutige Zeit verlegt hat. Sie konzentriert sich dabei hauptsächlich auf seine zerstörerische Liebe zu dem jungen Lord Adam und sie gibt durch ihre poetische Sprache dem ganzen Buch eine besonders stilvolle Note. Oscar Wilde war schon zu Studienzeiten fasziniert von den berühmten Personen der Antike und kann sich auch mit deren Gedankengut recht gut identifizieren. Möglicherweise spielt es auch eine Rolle, dass die Homosexualität bei den alten Griechen eher normal eingestuft wurde als im viktorianischen Zeitalter, in dem er lebte, wobei damals bei derartigen Männerbekanntschaften in Studentenkreisen eher mal ein Auge zugedrückt wurde. Wilde wird als gutmütig und unterhaltsam geschildert, als ein gern gesehener Gast auf vielen Partys und begehrter bei den Männern als mit den Damen, die ihm und seiner Intelligenz und seinen ironischen Bemerkungen einfach nicht viel abgewinnen konnten. Er wiederum bevorzugte auch keinen Smalltalk mit den Damen, sondern lauschte lieber der dunklen Stimme seines Professors, wenn er ein Sonett vortrug. Bekannt war er auch für seine eigenwillige Kleidung, die sich überhaupt nicht nach der aktuellen Mode richtete und die häufig Anlass für Spott gab. Eine besondere Wendung in seinem Leben gab es dann, als sein Cousin ihm einen Freund vorstellte, den 16 Jahre jüngeren Lord Douglas Adam, der ihm auf Anhieb gefällt und in den er sich aber dann beim zweiten Mal erst Hals über Kopf verliebt. Die Autorin beschreibt die Szene im Buch so, aus der Sicht von dem Oscar Wilde. Ich erkenne ihn auf den ersten Blick wieder, als er mit blitzenden Augen und einem einnehmenden Spitzbubenlächeln vor mir steht. Sein überraschendes Auftauchen, sein Hineinpurzeln in meine große Stunde fügt sich problemlos wie ein Puzzleteilchen an das Geschehen an. Er reicht mir seine Hand, weiß und zart wie eine frisch erblühte Blume. Guten Abend. Wie ich sehe, erinnern Sie sich an mich. Douglas Adam, Lord Douglas Adam. Wir trafen uns vor einiger Zeit in Ihrem Haus zum Tee. Ich habe es sehr genossen. Ich drücke seine Hand und erwidere den Gruß. Wir schauen einander in die Augen und sind erstaunt, dort so viel Unerwartetes, Vertrautes miteinander zu entdecken. Es fällt mir schwer, meine Hand wieder zurückzuziehen, denn sie ist von dem gierigen Wunsch beherrscht, in seiner zu verweilen und sein blondes Engelshaar zwischen den Fingern zu spüren. Ich finde, wir sollten uns zurückziehen. Was ist das, was ich da in seiner Stimme erahne? Warum ertastet er mit sicherer Zielstrebigkeit meinen augenblicklichen Wunsch und zieht ihn sanft hinüber ins materielle, formbare? Ich halte Ausschau nach Elinor, doch es ist mehr eine Reflexbewegung als tatsächliches Interesse, tausendfach geübt wie die unwahren Küsse und die erschwindelten Komplimente. Sie unterhält sich mit den bedeutenden Damen der Gesellschaft, tauscht Rezepte und Ratschläge über Kindererziehung aus und blickt nicht mal in meine Richtung. Schnell drehe ich meinen Kopf wieder weg. Viel zu lang waren die Sekunden, die mein Blick gezwungen war, von ihm abzulassen. Lord Adam, ja, ich erinnere mich an unsere Begegnung. Blue. Wie bitte? Meine Mutter nannte mich so, als ich ein kleiner Junge war. Sie mag den Namen Douglas nicht. Mein Vater hat ihn gewählt. Er ist der 8. Marquess of Kingston. Blue. Oh, das klingt sehr melancholisch. Kommen Sie. Ich reiche ihm den Arm und keinem Menschen fällt auf, dass wir den Salon verlassen. Keine Seele blickt uns nach. Als wir vor dem Eingang stehen, zieht Blue seine Jacke aus und wirft sie lässig über die Schulter. Komm, sagt er, ich kenne einen perfekten Ort für eine Nacht wie diese. Seine Hand findet meine, um sie nicht wieder loszulassen. Wir vertrauen der lauen Sommernacht unsere Schicksale an und schleichen wie zwei kleine Jungen weg vom Theater, weg von der Straße und den Menschen. Der Park liegt wie ein dunkler, perfekt aufgeräumter Wald vor uns. Das schmiedeiserne Tor ist fest verschlossen. Wir klettern über den 2 Meter hohen Zaun und ich kann selbst nicht glauben, dass ich gerade in dem Moment so etwas tue. Blue bleibt stehen. Im fahlen Mondlicht glänzen seine Augen schwarz. Sein Mund ist leicht geöffnet. Ich bin bereit, die Sterne über uns vom Himmel stürzen zu sehen, nur um diesen Jungen zu besitzen. In einer sündigen Art und Weise, die schlimmer und inniger ist als alle Vorwürfe, die die prüde Gesellschaft auf meine oberflächlichen Gefühlseinblicke in meinen Büchern abschießt. Er lässt mein Herz tanzen und er lässt es bluten. Ein winziger Augenblick bleibt uns, um einander in die Arme zu fallen und unser beider Leben von Grund auf umzukrempeln. Doch er verstreicht ungenutzt. Als seine Lippen nicht näher kommen und seine Augen unverändert wachsam sind, löse ich mich von ihm. Nur ein Stück, so dass wir wie Freunde aussehen, die da in der Nacht allein durch den Stadtpark spazieren und nicht wie wild verzweifelte Liebende, die sich eben gefunden haben und nicht wieder voneinander lassen können. Was da zwischen uns steht, hat 1000 Namen und ist unbezwingbar. Lass uns reden.
Blue setzt sich ins Gras und zeigt auf den Platz neben sich. Warum sollten wir reden? Ich lasse mich neben ihm nieder und starre auf das Wasser. Wir müssen dem keinen Namen geben, wenn du es nicht willst, aber wir sollten reden, wenn es eine Rolle spielt. Spielt es eine Rolle? Spielt es für dich eine Rolle? Lieber Gott, ja, ich brauche es dir nicht zu sagen, dass ich eine Frau und Kinder habe, es steht doch in allen Zeitungen. Okay, vergiss das mit dem Reden, es war eine dumme Idee. Vergiss einfach alles. Ich will dich nur vom ersten Augenblick an, seitdem ich dich gesehen habe. Und jetzt sag mir, dass ich es zwar so furchtbar kitschig ausgedrückt habe, dass sich dir die Fußnägel zusammenrollen, aber dass es einfach die simple Wahrheit ist. Es ist die simple Wahrheit, bestätige ich ihm. Ich kann nichts dafür. Blue hat neben seiner Jacke und seinen Schuhen und auch seine übrige Kleidung beiseite gelegt und seine Arme um mich geschlungen. Seine Haut ist gezeichnet von den Schauern, denen wir sie ausliefern, doch sie ist makellos. Wir geben dem Namenlosen in dieser Nacht eine Bezeichnung, wir lieben uns die Wahrheit schön und versiegeln sie mit einem Geheimnis, das nur wir beide kennen. Ich denke flüchtig daran, dass dies eine wunderbare Geschichte für ein klassisches Drama abgäbe, wenn man die Situation noch ein wenig verschärfte. Später denke ich dann gar nichts mehr. Ich habe das Denken ausgeschaltet und es ist mir nicht einmal schwer gefallen. Ihr seht, obwohl der junge Mann, der übrigens als schwieriger und jähzorniger und auch egoistischer Mensch beschrieben wird, und obwohl man den Oscar Wilde davor gewarnt hat, dass er bereits mehrere Männerherzen gebrochen hat und dass er sich den Weg zum Ruhm nur hochschlafen will, der Oscar kann sich nicht von ihm trennen. Er ist ihm total verfallen. Immer wieder findet er einen Grund, sich mit ihm zu treffen und sich von seinem jungen Geliebten nach Strich und Faden finanziell ausnehmen und dann an der Nase herumführen zu lassen, trotz des schlechten Gewissens seiner Frau gegenüber. Die Autorin beschreibt zum Beispiel eine Szene beim gemeinsamen Abendessen, an dem Wilde und seine Gattin Constance, also die heißt Constance, wird aber im Buch Eleanor genannt, samt dem ehemaligen Liebhaber und Lektor Bobby und dem neuen Liebhaber Blue, die nehmen da alle teil. Die Emotionen, die die Autorin in dieser pikanten Situation jetzt beschreibt, aus der Sicht von Wilde, sind beinahe greifbar und spürbar. Ich sehe ihn, ich beobachte ihn, wie er das Lokal betritt. Seine Hand auf die gläserne Flügeltür legt, eintritt wie der liebe Gott durchs Himmelstor, einem vorbeilaufenden Bekannten zunickt, dann zielstrebig auf unseren Tisch zukommt und Eleanor anlächelt. Ich fühle mich mies, aber nicht sehr lang. Blue nickt Bobby zu. Bobby, schön dich zu sehen. Er setzt sich neben ihn, Eleanor gegenüber. Es ist schier unmöglich, an einer Vier-Personentafel noch weiter auseinanderzusitzen und sich noch krasser aus dem Weg zu gehen. Meine Eleanor, sie hat wunderbare Augen und ein volles Lächeln, niemals Gift im Blick und ist überhaupt eine ganz tolle Frau. Für einen Mann, der sich nicht gerade in einen Jüngling verliebt hat, selbstverständlich. Und sie hat ganz sicher etwas Besseres verdient als einen Ehemann, der sie fast ohne Skrupel, schlechtes Gewissen, nach Herzenslust mit Männern betrügt. Männern, die bis gestern bedeutungslos waren. Und jetzt? Alles, was ich weiß, ist, dass ich mich weigere, je wieder die Augen zu öffnen, sollte Blue sich von mir abwenden. Ich sitze jetzt an einem Tisch mit meiner Frau, meinem Liebhaber, meinem ehemaligen Liebhaber und meinen eigenen verruchten Gedanken. Und die drei unterhalten sich eigentlich eingehend, nur zwischen Bob und Blue ist eine kaum erkennbare unterschwellige Rivalität am Sieden. Hätte ich tatsächlich geglaubt, dass es mich würde zufriedenstellen, seine unmittelbare Nähe zu wissen, ohne ihm auch nur einen verräterischen Blick zuwerfen zu können? Ja, ohne meine körperliche und geistige Sehnsucht vor ihm ausbreiten zu können? Es ist die Hölle. Es fällt nicht mehr viel und ich stehe auf, zerre ihn grob am Handgelenk von seinem Stuhl, präsentiere ihn den Menschen im Lokal und schreie aus vollem Hals: Schaut her, ich liebe diesen Mann und alles andere interessiert mich kein bisschen. Also die Szene wird natürlich im Buch noch länger und ausführlicher beschrieben und die geht unter die Haut, kann ich euch sagen. Und jetzt spitzt sich das Drama zu. Die sind verknallt, die sind jetzt zusammen und der Oscar Wilde fährt wiederholt mit seinem Blue in den Urlaub, obwohl er eigentlich arbeiten sollte, um Geld zu verdienen. Und dann wird Blue im Urlaub krank. Der Wilde, der pflegt ihn aufopfernd, kauft Medikamente und alles und steckt sich dabei aber selber mit einer ganz schweren Grippe an. Seine Hoffnung, dass der junge Geliebte ihn jetzt ebenfalls gesund pflegt, wird aber nicht erfüllt. Er liegt ohne Nahrung und Wasser fiebrig im Bett, während Blue sich mit anderen Männern trifft. Nicht nur trifft, aber trifft, ja. Zur Rede gestellt, eskaliert dann die Situation und man kann beim Lesen fast spüren, wie Oscar Wildes Herz bricht. Ich lese euch die Szene vor. Blue, bitte, sag mir eins, liebst du mich, wenn ich krank im Bett liege und mich kaum bewegen kann? Es ist ein letztes Aufbäumen verzweifelten Hoffenwollens, das bereits tot und begraben ist, als ich es noch als lebend verkünden will.
Ob ich was tue? Blue sieht mich an, als wäre ich nicht ganz bei Trost, als hätte ich unter den Fieberschüben den Verstand verloren. Dann, nach einer endlosen Sekunde, bricht er in ein grässliches Gelächter aus. Er schlägt sich vor bestialischem Vergnügen die Hand vor den Kopf und brüllt wie ein Stier. Er lacht und lacht und kann sich kaum beruhigen. Ob ich dich liebe? Verhöhnt er mich, als er wieder zu sprechen imstande ist. Hast du denn noch immer nichts begriffen, du Narr? Natürlich liebe ich dich. Ich liebe dein Geld, den Ruhm, in dem du lebst und der mir meine Vergnügen ermöglicht. Ich liebe deinen Schwanz, wie den Schwanz von allen anderen, die mich ficken. Ich liebe deinen treudofen Blick, der mir garantiert, dass ein Leben lang aus deiner Quelle Geld sprudeln wird. Ich liebe deine lächerlich durchsichtigen Ausreden, mit denen du deine Frau zu täuschen glaubst, um mir in mein Bett folgen zu können. Und ich liebe dich, wenn du auf deinem Podest stehst und mich hinauf an deine Seite ziehst, in den Lichtkreis der allgemeinen Bewunderung. So aber, wie du jetzt im Bett liegst, abstoßend und ekelerregend, bist du ein Nichts. Ich kann eine solche Gesellschaft nicht ertragen. Als die Welt sich aus ihren Angeln hebt und ihre Umlaufbahn verlässt, weiß ich nicht, was lauter ist. Das Zerschmettern des Kruges am Erdboden, das Wasser, das wie nadelspitze Stiche in alle Himmelsrichtungen spritzt, oder das Knallen der Tür, das den hämmernden, sich entfernenden Tritten auf der Treppe vorangeht. Tja, ihr Lieben, so sieht's aus. Von da an geht's in Oscar Wildes Leben emotional und finanziell abwärts. Es kommt dann später zum Prozess und zur Verurteilung wegen Unzucht. Aber auch wenn man die Lebensgeschichte von Oscar Wilde möglicherweise aus der Schule bereits kennt, die ändert sich jetzt nicht nur, weil es ein Roman ist, so wird sie doch hier ganz besonders emotional und auch nachvollziehbar von Katharina Lindner zum Leben erweckt. Also ich jedenfalls habe das Buch verschlungen und ich habe mitgelitten. Ganz klare Leseempfehlung an euch. Vielen Dank fürs Zuhören.